Es dürfen keine Reisenden mehr einsteigen, sonst können wir nicht weiterfahren. Bitte bleiben Sie zurück und fahren Sie mit die nächsten Züge. Hi Leute, willkommen. Wir testen heute mal das 9-Euro-Ticket und fahren hier von Berlin-Albrechtshof nach Usedom mit dem 9-Euro-Ticket. Das funktioniert, das werden wir mal rausfinden. Es ist schließlich das Pfingstwochenende und es könnte eventuell ziemlich voll werden. Schauen wir mal, wir sind auf jeden Fall gespannt. Oh ja. Jetzt warten wir erstmal auf die Regionalbahn. Wann ist los? Das Abenteuer beginnt. Ich bin gespannt. Ja. Noch ist es entspannt. Noch. Hier ziemlich leer. Aber der nächste Zug, der wird voll werden. Also, da ist die Anzeigetafel. Und unser Zug hat jetzt schon mal 5 Minuten Verspätung. Und Umsteigezeit am Bahnhof hätten wir 10 Minuten gehabt. Und dadurch sind es jetzt nur noch 5. Wir sind gespannt. Wir müssen am großen Berliner Hauptbahnhof dann irgendwie von oben bis ganz nach unten, in 5 Minuten rennen. Wir sind gespannt. Mal schauen, ob wir es schaffen. Mal schauen. Das ist doch kein Regio. Das ist aber nicht. Okay. Ist man weg oder was? Oh nein! Wirklich? Ja. Oh. Ey. Sicher? Ja. Von welchen 6? 6. Wie voll das ist. Wie ist es? Ich krieg keine Luft mehr, aber ansonsten ist alles gut. Hast du Spaß? Total. Das dauert jetzt 2,5 Stunden. Wahrscheinlich dürfen wir stehen. Es dürfen keine Reisenden mehr einsteigen, sonst können wir nicht weiterfahren. Bitte bleiben Sie zurück und fahren Sie mit die nächsten Züge in Richtung Usedom oder... Und wer nach Bernau will, bitte aussteigen und mit die S-Bahn fahren. Bitte. Wir können so nicht weiterfahren. Es sind mehr im Zug als erlaubt. Bitte. So, wir haben es geschafft. Den ersten Sitzplatz. Wie lange sind wir unterwegs? Na, 13:05 Uhr sind wir los. Wir sind zweimal umgestiegen.
und fahren jetzt schon anderthalb Stunden und konnten uns jetzt endlich hinsetzen. Yay! Jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde oder so, bis wir dann umsteigen, kurz vor Usedom. Den einen Zug, den werden wir auf jeden Fall nicht kriegen, das heißt, wir müssen dann eine Stunde später den Zug nehmen. Schauen wir mal, ob das klappt. Irgendwann später. Wir sind jetzt in Züsse umgestiegen, in die Rinnabahn nach Zentlingen. Alles geklappt, der Zug hat gewartet auf uns. Läuft. Sehr nett, vom Zug. Vom Zug. Eine Stunde später. So, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind angekommen in Zempin. Und wir haben es tatsächlich geschafft, die Zeit noch aufzuholen. Wir sind nur knapp 6 Minuten oder so oder 7 Minuten zu spät gekommen. Die Bahn hat nochmal ordentlich aufgeholt. Also das war jetzt ja, natürlich... Es war nur stressig zum Hauptbahnhof da. Also erstmal da hinzukommen, das richtige Gleis zu finden und dann war die Bahn halt knackevoll. Aber nach, weiß ich nicht, wie viele Stationen? Die Bahn war richtig voll. Ja, aber 3-4 Stationen oder so? Naja. Also wir mussten ziemlich lange Zeit stehen und konnten uns dann später aber ja hinsetzen. Das war ganz gut gewesen. So, jetzt sind wir hier in Zempin am Bahnhof und müssen jetzt noch knapp 1 Kilometer laufen bis zu unserem Hotel. Und dann schauen wir mal. Am Montag geht's weiter mit der Zugfahrt. Wieder zurück nach Berlin. Mal gucken, wie voll es dann sein wird. Also, wir schauen jetzt erstmal, dass wir zum Hotel kommen. Und wir sind an der Ostsee. Wir sind am Meer, wir sind am Strand. Das ist doch schon mal eine geile Sache, oder? Hat sich doch auf jeden Fall schon mal gelohnt, der Stress. So, wir haben die Sache jetzt sogar bis auf die Spitze getrieben und sind nicht nur bis nach Usedom gefahren mit dem 9-Euro-Ticket, sondern wir sind jetzt nach Polen gefahren. Also wir haben gerade mal im Zug gefragt, ob wir bis nach Ahlbeck fahren sollen, um uns was anzuschauen oder nach Heringsdorf. Und da hat sie gesagt, am schönsten ist eigentlich, wenn ihr nach Polen rüberfahrt. Das ist die schönste Promenade und ich war ganz überrascht, dass sie gesagt hat, das 9-Euro-Ticket gilt auch noch bis Swinemünde, Polen. Das heißt, wir sind jetzt hier in Polen mit dem 9-Euro-Ticket und schauen uns jetzt hier mal ein bisschen um. So, da sind wir wieder. Wir sitzen wieder am Bahnhof in Zempin und der Urlaub ist vorbei sozusagen. Wir begeben uns heute auf den Rückweg nach Berlin. Wir warten jetzt hier noch auf die Regionalbahn. Die kommt so in einer halben Stunde. Und wir sind ganz doll gespannt, wie voll die Züge heute sind, denn es ist Pfingstmontag und da könnte einiges los sein. Achso. Ja, geil. Aber es steigen noch Leute auf. So, also der Zug ist voll, wir kommen nicht mehr mit. Läuft. So, also wir sind jetzt immer noch in Zempin, da die Regionalbahn keinen mehr mitgenommen hat. Die war wegen Überfüllung geschlossen. Und die nächste kommt erst in einer Stunde nach Züsso, da wo wir hinwollen. Hoffen wir, dass wir da einsteigen können, Richtung Züsso. Eine Stunde später. Also wir starten jetzt Versuch Nummer 2. Mal sehen, ob der uns mitnimmt. Vielleicht wissen wir mehr. So, die Bahn kommt und es kam noch keine Durchsage, dass wir nicht rein dürfen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen.
Oder wir sitzen in der Bahn. Ach so, hat geklappt, hat es mitgenommen. Alles geklappt, ja, wunderbar. Alles geklappt, wunderbar, ja. Wir haben es geschafft, die nächste Bahn eine Stunde später zu nehmen. Und ich bin sehr gespannt, wie es dann in Züssow aussehen wird, wenn wir unsere Regionalbahn nach Berlin nehmen möchten. Was machen wir hier? Hier ist nichts. Wir versuchen jetzt hier die Wartezeit zu überbrücken, bis der Zug kommt. 14:55 Uhr. Das ist dann hoffentlich die Regionalbahn, wo wir auch reinkommen, Richtung Berlin. Schauen wir mal. Eine Stunde später. Irgendwann später. Bitte erreichen wir Berlin Hauptbahnhof tief auf Gleis 4. Bitte erreichen Sie folgenden Anschluss an die Regionalbahn der Linie 10. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder zu Hause, wir haben es endlich geschafft. War ganz schön anstrengend heute gewesen, aber war ja zu erwarten eigentlich. Ja, also ich habe nichts anderes erwartet, von daher war ich eigentlich erstaunlicherweise ganz gechillt. Obwohl es so lange gedauert hat. Ich glaube, wir waren jetzt 7 Stunden unterwegs insgesamt. Irgendwie so ungefähr. War natürlich alles jetzt das Problem, dass wir halt am Anfang diesen einen Zug nicht nehmen konnten in Zempin. Dadurch haben wir halt auch die Anschlusszüge nicht erreicht und mussten dann überall noch relativ lange warten. Zum Glück hatten wir jetzt das Glück, am Hauptbahnhof in Berlin noch dann den Zug in Albrechtshof direkt gleich anschließend zu kriegen. Sonst hätten wir da auch noch mal eine Dreiviertelstunde warten müssen. Ja, also was können wir jetzt schlussendlich sagen über das Wochenende mit dem 9-Euro-Ticket? Also ja, man kommt da an, wo man hin möchte. Man sollte aber Zeit einplanen und gerade wenn man über Pfingsten fährt, dann weiß man, dass es voll wird. Also das wussten wir ja auch. Wir sind jetzt nicht davon ausgegangen, dass wir uns reinsetzen und alles ist gechillt. Also, dass man keinen Sitzplatz bekommt, davon sind wir einfach ausgegangen und ja, so war es auch. Ja. Und wir waren also jetzt nicht, dass wir sagen, oh Gott, ich machen wir nie wieder, weil wir wussten ja, dass es so wird, wie es war. Das war jetzt natürlich auch das absolute Extrem dieses Wochenende gewesen. Das war Pfingstwochenende und das war das erste Wochenende, wo das 9-Euro-Ticket gegolten hat und das war schon jetzt natürlich extrem. Also war sehr, sehr voll und dann kann man mit dem 9-Euro-Ticket, habt ihr gesehen, schön Deutschland unsicher machen. Also wir waren auf Usedom, wir waren auf Polen, wir waren in Polen. Das ist schon cool. Das ist schon cool. Und jetzt dann natürlich, dass man nicht sitzen konnte und die Wartezeiten. Das ist natürlich jetzt extrem an dem Wochenende gewesen. Aber es hat funktioniert. Wir haben es geschafft und sind aber auch jetzt froh, wieder zu Hause zu sein. So, und wir danken euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und ein Abo und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.